Junge, ich bin richtig, richtig gespannt, Leute. Es hat nämlich ein neuer Freizeitpark aufgemacht und ihr wisst natürlich, ich als professioneller Freizeitparktester lasse mich natürlich nicht lumpen und werde heute ein bisschen hier in diesem Freizeitpark mich ein bisschen umschauen. Oh, Buddy ist anscheinend auch, Buddy, komm her, komm einfach her, du brauchst jetzt keine Angst. Alter, Buddy ist anscheinend auch dabei. Was geht ab, Buddy? Was geht, Mann? Heute werden wir ein bisschen hier in dem Freizeitpark ein bisschen rumchillen und ein bisschen Sachen angucken und ein bisschen hier mit den Achterbahnen fahren und so weiter und so fort, Leute. Weil ich weiß natürlich, dass das ganze Achterbahn-Krimskrams und sowas, dass ihr das euch das sehr, sehr gerne anschaut und sowas. Und deswegen, Buddy, nein, nicht dahin kacken. Hör auf, nicht machen, nicht machen, okay? Guck mich an, du hörst jetzt auf damit, okay? Gut. So, liebe Leute, ich begrüße euch heute herzlich wieder zurück zu einem weiteren Video hier mit mir und dem guten alten Buddy, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Und heute gucken wir einfach mal ein bisschen hier im Freizeitpark rum. So, wir werden, denke ich mal, als erstes mal hier auf das Eisgebirge gehen, wenn du da drauf baust. Okay, gut, dann gehen wir da einfach lang. Wir müssen eigentlich mal großartig was sagen. Hier geht es zu einem Bergeselbahn und zur Bergspitze. Und das ist der Fußweg. Natürlich gehen wir hier mit der Bergbahn. Der liebe Buddy ist natürlich auch schon vorgerannt, weil er nämlich das kaum aushalten kann, ne? Wir werden uns, glaube ich, mal kurzhand da irgendwie... Kann man sich da nicht irgendwie reinstellen oder sowas? Warte mal, das ist der Bergtransfer. Ah, ich glaube, du musst sogar Geld dafür bezahlen, dass du da rein kannst. Ein Ticket oder Bahnkarte einwerfen. Oh, Mist, Buddy, wir haben noch gar keine Bahnkarte. Komm mit, schnell. Schnell, 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 schnell. Wir müssen hier runtergehen, weil dort gibt es nämlich anscheinend die ganzen Bahnkarten, wo ich nämlich herkam. Leute, ich habe mir gar kein Ticket gekauft. Wir sind gerade illegal hier. Und zwar immer ein Spieler durchgehen. Okay, dann laufen wir hier so durch. So. Man braucht hier pro Bezahlung 5 Bahnkarten, einen Emerald-Einwurf. Ah, ich verstehe. Buddy, hast du zufällig ein bisschen Geld am Stecken? Wartet mal, wir können doch theoretisch gerade mal hier... So, wir holen uns jetzt erstmal kurz die Emeralds rein. So, zack, hier machen wir uns hier mal die Emeralds rein. Da, 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 da. So, das ist nämlich hier unser Geld, was wir brauchen, um das zu bezahlen. Lieber Buddy, hier, das brauche ich jetzt gerade nicht. Wir gehen kurz mal hier rein. Nein, nur ein Spieler, nur ein Spieler. So, und dann werfen wir jetzt hier mal kurz Emerald. Zack, zack, zack. Oh, jetzt habe ich sogar... Oh, es hört gar nicht mehr auf. Ach so, da steht sogar 5 Karten pro Bezahlung. Alles klar, Buddy, ich habe jetzt sogar 15 Karten für uns. Das heißt, glaube ich, warte mal, ich glaube, ich hole sogar mal ein paar mehr, falls wir irgendwie noch mal ein paar mehr gebrauchen könnten oder sowas, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir holen jetzt einfach noch mal ein paar mehr hier so, zack. Gib mal einfach alles her. So, ja, ja, vielen Dank, vielen Dank. Oh, Alter, ich habe so viele Bahnkarten gekauft. Oh mein Gott, das hört gar nicht mehr auf. Okay, es hört wirklich nicht mehr auf. Hallo, ich habe genug Karten, hallo. Okay, ja, alles klar. Sehr gut. Ja, dann werden wir jetzt hier mal... Ja, Buddy, wie ist das Wetter heute? Schönes Wetter. Alter, das hat gerade einfach nicht mehr aufgehört. Ich denke mal, das sollte eigentlich ausreichen, dass wir jetzt hier genug Bahnkarten haben. Buddy, willst du auch ein paar Bahnkarten? Oder nein, du musst mich immer fragen, sonst machst du irgendwie wieder Quatsch damit. Komm mit, wir gehen jetzt hier erstmal hoch mit dieser Bergbahn fahren, Leute. Das wird, glaube ich, ganz, ganz interessant, wenn wir das jetzt hier machen. Und, warte mal, das war hier lang, dann hier rüber, dann hier rein und zack. Daneben. Zack. Hallo, ist es so? Hallo, kann ich jetzt mal... Ah, jetzt habe ich es geschafft. Oh, es hat funktioniert. Komm schnell rein, komm schnell. Oh. Hier, nimm mal die Karten. Buddy, heb mal auf und dann musst du die auch reinschmeißen. Los geht's. Ich gehe schon mal vor. Oh, lol. Oh mein Gott, guck dir das mal an. Hier gibt es sogar Esel. Ah, stopp. Das war, glaube ich, mein Esel. Ah. Okay, setz dich auf einen Esel drauf und dann werden wir hier durchgefahren irgendwie. Lol, das ist ja mega cool. Oh, die Fahrt startet von vollautomatisch. Tschüss, Buddy. Woo. Wir fahren mit der Eselbahn einfach den Berg hoch. Lol, Alter, das ist ja mega der übelst nice Freizeitpark hier. Das ist ja mega cool. Alter. Und wir fahren einfach mal hier so, hallo Esel, was geht? Wir fahren einfach diesen Berg hier hoch oder beziehungsweise wir reiten diesen Berg hier hoch. Und wir sind angekommen. Lol. Das war ja cool. Warte, wir müssen jetzt nochmal kurz auf den guten alten Buddy warten. Er müsste eigentlich auch schon in der nächsten Bahn. Da kommt er schon. Er ist in der nächsten Eselbahn mit drin. Und jetzt musst du absteigen und mitkommen. Alter, mega cool. Gehen wir mal hier durch. Oh. Oh, anscheinend. Da kann man hier die Wildwasserbahn fahren. Da kann man hier tatsächlich das Elytra-Rennen fahren, beziehungsweise die Elytra-Station. Dann ist hier, nix. Warum ist hier nix? Oder? Oh, doch, hier ist tatsächlich gar nichts. Also ich glaube, das ist einfach nur so eine Art Dings, so eine Art Glasboden oder sowas, ne, wo man dann irgendwie Angst bekommen soll und sowas. Hier ist Müll, wir haben leider keinen Müll, ne, oder was heißt hier leider keinen Müll? Wir haben hier halt einfach keinen Müll. Dann gibt's hier nochmal, Buddy, komm mal her, du kriegst von mir ein paar Karten. Hier, du kriegst von mir ein paar Tickets, so. Und damit kannst du dann tatsächlich hier ein bisschen rumfahren. So, ich würde sagen, wir fahren als allererstes den Berg... Achso, nee, das ist der Bergeseltransfer. Haha, da kommen wir natürlich her. Wir wollen hier rein, die Wildwasserbahn fahren. So, dann gehen wir mal hier rein. Hallo? Bitte Ticket hier einwerfen. Hab ich doch. Hä? Ja. Scheint ja alles richtig gut zu funktionieren hier. Okay.
anscheinend funktioniert diese Wildwasserbahnfahrt nicht. Funktioniert das hier drüben? Das würde mich mal gerade interessieren. Funktioniert das hier? Natürlich funktioniert das Ganze auch nicht. Okay, damit haben wir jetzt gar kein Problem, Leute. Wir machen das hier mal kurz an, einfach weg, weil irgendwie backt dieser komische Schalter einfach ein bisschen rum oder sowas, ne? Elytra verkauft. Dann schmeißen wir hier eine Karte rein. Oh, ein Elytra rein für 3 Smaragde rechts bezahlen, oder? 1, 2, 3. So, dann kriegen wir jetzt hier eine Elytra. Die gehört mir. Okay, Buddy, dann gehört sie halt dir. Ich schenke sie dir, okay? Du hast ja gestern Geburtstag gehabt. So, zack, zack und zack. Und dann, das da meine. So, also ich muss schon sagen, das Ganze ist schon ein bisschen teuer. Ne, also es ist nicht ganz ohne. Das ist hier schon zum Abflug. Hier lang müssen wir gehen. Hier lang. Und dann tatsächlich nach hier unten. Aha, aha. Oh, Alter. Oh mein Gott, wie nice ist das denn? Wir fliegen hier einfach mit der Elytra einfach so durch diese Ringe hier durch. Das ist ja cool. Wow, das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Alter, Buddy, kommst du auch mit? Schaffst du das, Buddy? Ich glaube, Leute, der Buddy schafft es, glaube ich, nicht, Leute. Okay, okay. Hier fehlt irgendwie ein Stück vom Boden, keine Ahnung warum. Geil, das war ja mega cool, Mann. Jetzt haben wir hier die Elytra die ganze Zeit auf dem Rücken. Was ist das hier, wenn du alle Ringe passiert hast? Ja, Preistickets 2. Dann machen wir hier zack und zack. Okay. Ja, und jetzt? Was ist jetzt passiert? Hallo? Wenn du alle Ringe passiert hast, hier dein... Achso, hier dein Preis. Okay, 2 Tickets. Zack, zack, hier rein. Oder? Ist das jetzt richtig? Funktioniert das jetzt so, wie ich es mir vorstelle? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Irgendwie buggt das hier ein bisschen rum, Leute. Die Map ist, glaube ich, ein bisschen buggy. Keine Ahnung. Wartet mal, wir können eigentlich mal kurz theoretischerweise hier rausgehen. Ich glaube, wir haben alles passiert. Und dann gucken wir einfach mal, was es hier noch so für coole Sachen gibt. Und zwar gehen wir jetzt nochmal kurz hier vorne an den Anfang, wo wir eben waren. Und zwar hierhin. Guck mal, da ist gerade der Buddy vorbeigeflogen. Habt ihr den gesehen? So, und zack. Dann gucken wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter, weil hier war nämlich dieses Western-Zeug. Das hat mich auch mal gerade interessiert. Das ist der Parkbereich Wilder Western. Okay. Oh! Hallo, was geht? Das ist irgendwie so eine Art Museum oder sowas. Hier haben wir Kartrennen. Oh mein Gott, Buddy, lass mal Kartrennen spielen. Wo bist du, Buddy? Komm mal her. Warte mal, wo ist Buddy hin? Buddy, wir können hier ein bisschen Kartrennen spielen. Das wäre, glaube ich... Ah, da bist du. Hi, Buddy. Guck mal, wenn wir hier reingehen, da können wir Kartrennen spielen. Hast du Bock auf Kart... Wo bist du hin, Buddy? Ach, da. Hast du Bock auf Kartrennen? Warte, ich zieh mal kurz die Elytra aus. So, ein Ticket für ein Kartrennen. So. Scheint ja alles super hier zu funktionieren. Ich weiß nicht, warum das hier so rumbuggt, Leute. Es klappt irgendwie nicht. Ja, Buddy baut es ab. Keine Ahnung, was hier los ist. Irgendwie ist es ein bisschen buggy hier heute. Ja, sehr gut, sehr gut. Komm, hau da feste drauf, feste drauf, feste drauf. Okay, rein da. Keine Ahnung, für was sich diese Tickets gekauft hat. Mega unnötig eigentlich. Ist ein bisschen buggy. Wartezeit ab hier 34 Minuten. Okay, wir brauchen natürlich nicht zu warten, weil der Park einfach komplett leer ist. Weil der irgendwie am Rumbuggen ist hier, das ganze Ding. Ihr müsst wissen, Leute, der Freizeitpark ist ein bisschen kaputt und deswegen kommt hier keiner her, ne? Deswegen sind ja auch manchmal die Gurte einfach offen und sowas. Wie lange ist hier noch? Hier sind noch 6 Minuten. Okay, dann haben wir noch Zeit. So, dann hier hinstellen. Okay, maximal 3 Spieler. Dann würde ich sagen, gehen wir uns hier mal reinsetzen. Okay. Was passiert jetzt? Oh. Oh. Ach. Oh mein Gott, bist du bereit? Und 3 und 2 und keine Schlägerei. Und guck mal da oben. Den, den, den. Und los geht's. Oh, Alter, das ist voll schnell. Oh, das ist ja richtig flutschig. Alter, der Buddy zieht mich volle Kanne ab. Buddy, geh mir aus dem Weg. Alter, das ist ja mal voll schwer. Man rutscht hier übelst durch die Gegend. So. Hier dann rum. Dann hier rum, dann ein bisschen driften. Dann einmal hier den Drift hingelegt, den Drift des Wahnsinns. Dann da einmal reingefahren. Alter, das Kartrennen ist ja gar nicht mal so einfach, ne? So, dann hier irgendwie rückwärts versucht, so lang zu fahren. Ich hab's geschafft. Dann darum. Alter, auf dem Eis zu fahren, das ist ja mega kompliziert, Leute. Oh Gott. Oh Gott, ist das gar nicht... Oh, da sind Shrubs. Hallo. Hallo, liebe Shrubs. Alter, das ist echt so schwierig hier. Okay, jetzt hier ein bisschen einkurieren. Dann hier wieder Need for Speed. Zack, hier rum und dann da rüber und dann hier lang und dann einfach versuchen, rückwärts einzuparken. Und dann hier einmal gedriftet, dann hier rückwärts gegangen und dann hier einmal rum und dann hier einmal lang. Hallo, Buddy, was geht? Einmal dann hier vorbei gedriftet einfach. Alter, es ist echt voll kompliziert. Alter, mir wird richtig schlecht hier drinne gerade. Buddy, hilf mir, mir ist schlecht. Buddy, hilf mir, mir wird schlecht. Oh, da geht's nach unten, da will ich runter. Auf jeden Fall. Yeah! Oh, das ist eine Abkürzung, glaube ich. Oh, Alter, guck mal, das ist so ein dunkler Tunnel, Mann. Oh, das ist ja fett. Das ist ja mega nice. Hier ein bisschen rückwärts, ein bisschen hier lang, ein bisschen davon. Okay, ich glaube, hier ist so langsam auch schon der Endspurt, Leute.
Hier, die letzte Kurve, die letzte Kurve. Hier ein bisschen vorsichtig. Okay, hier wieder ein bisschen langsamer werden. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben es geschafft. Und wir sind irgendwo gelandet. Yeah, ist das nicht toll, Buddy? Alles klar, Leute. Ich habe aber irgendwie mega, mega Bock, mal so eine richtige Adventure-Achterbahn zu fahren. So eine richtig krasse Achterbahn, so, Leute, wie man es aus Film und Fernsehen kennt. Warum sind hier Lamas? Wieso in drei Teufelsnamen sind hier einfach Lamas? Ich sag mal dazu nichts. Ich würde so gerne mal eine richtig crazy Achterbahn fahren, so eine richtig große. Also da ist ein Riesenrad. Buddy, hör auf den Boden zu kacken. Hör auf. Buddy, was ist los mit dir? Hast du Angst vor Achterbahnen? Was ist los? Hast du... Was möchtest du denn? Willst du mir zeigen, was du... Okay, ich verstehe. Es ist ein bisschen hier... Ein bisschen zu wild. Oh. Oh mein Gott, guck mal. Wanted? Bin ich damit gemeint? Buddy? Da ist einfach so ein Schild, wo drauf steht Wanted. Und mit meinem Kopf werde ich etwa gesucht? Oh. Oder du wirst gesucht. Du bist der Einbrecher. Du bist es gewesen, Buddy. Lass mal hier gucken. Ich glaube, das hier ist Adventure Ride. Komm schon. Mach das Ding auf. Alter, das... Diese Welt hier ist mega buggy, Alter. So, machen wir mal kurz den hier nochmal. Zack, es tut mir leid, Leute. Aber irgendwie, ihr seht ja selbst, dass die Welt ein bisschen rumbuggt. Jetzt will ich aber hier das nächste fahren. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Buddy, komm. Wo ist er denn jetzt? Buddy, komm. Wo bist du? Hallo? Okay, ich glaube. Hä, Buddy? Was ist los? Hast du Angst? Buddy, komm her. Hier lang. Hier, komm einfach mit. Siehst du nichts? Zieh den Helm wieder ab oder dieses Ding. Du... Hallo? Ist alles in Ordnung, Buddy? Komm her. Hier lang, komm. Ja, komm. So, komm mit. So, wir gehen jetzt hier lang. So, hier einfach mitkommen, 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 mitkommen. Dann hier vorne. Ist doch schon die Achterbahn. Alter, das wird nice, das wird nice. Willst, oh, okay. Ja, gut, ich brauche gar nichts zu sagen. Toll. Also der Buddy fährt jetzt gerade alleine. Wir müssen hier warten, bis die nächste Lore kommt und müssen dann halt hier einfach rumstehen und gerade mal nicht zu... Oh, da kommt auch schon die nächste Lore. Ab geht's! Yeah, man! Oh! Oh mein Gott. Hier geht's los. Es geht los, Leute. Es geht los, es geht los. Oh mein Gott, es geht los. Hilfe! Oh! Alter, das ist aber ein Adventure Ride, ich sag's euch. Oh, lol, es geht hier... Oh mein Gott, wie cool war das denn gerade? Oh, es geht jetzt hoch. Wo bin ich? Oh... Alter, guck mal, wir sind in so einer Minenschacht. Wir sind in so einem kranken Minenschacht. Oh. Das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Okay. Okay. Oh, oh, oh. Oh. Ich dachte, wir fallen jetzt in die Lava. Hier geht's auch rund. Alter. Was ist das denn? Einfach so ein Redstone-Typ, der da Redstone farmt. Irgendwie so eine Art Zombie oder sowas. Keine Ahnung. Oh, jetzt geht's aber schnell. Alter, das ist ja mega nice. Abschnitt 2 von 2. Oh mein Gott, bitte sag mir. Oh, da vorne ist Buddy gewesen. Ich habe ihn gerade gesehen. Buddy, es geht hoch. Oh. Wow, Alter, wie na... Oh, oh mein Gott. Was? Was war das gerade? Oh mein Gott, wie cool. Alter, das ist so eine coole Achterbahn. Und Handy in die Luft. Woo. Alter, das ist ja ultra nice. Wirklich, Leute. Wenn das keinen Daumen nach oben verdient hat, dann weiß ich auch nicht. Und die ist auch so richtig schön lang einfach, die Achterbahn. Das gefällt mir richtig gut, ey. Und hier ist auch das Ende. Und Buddy macht da gerade schon wieder sein Käckerchen hin. Buddy, das war doch mega cool, oder? Das war doch mega... Fandst du es nicht? Hattest du ein bisschen Angst? Oh, nee. Oh, nee, Buddy. Hier, weißt du was? Du kannst jetzt nochmal ein bisschen hier drinne sein und sowas. Kannst hier nochmal ein bisschen rumchillen. Kannst hier nochmal ein bisschen deinen Spaß haben. Und für mich ist heute Schluss, Leute. Ich hatte heute auf jeden Fall einen riesengroßen Spaß hier gehabt in dem Freizeitpark, Leute. Wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst es mich doch wissen mit einem Daumen nach oben. Oder schreibt ein cooles Kommentar in die Kommentare. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Vielleicht gucken wir dann uns noch einen anderen coolen Freizeitpark an mit dem guten alten Buddy. Und ich würde sagen, haut da rein, Leute. Ciao!